Moin moin Leute, wir sind zurück mit einer neuen Folge Satisfactory im Koop-Modus, Update 4. Wir hatten das letzte Mal mit dem Tante zusammengespielt, heute spielen wir mit dem Eisspiel zusammen. Sag ich mal hallo Leute. Und wir hatten ja das letzte Mal uns vorgenommen, auf der Plattform hier hinten, wo ich gerade hin zeige, eine neue Eisenfabrik zu bauen. Diese Fabrik, die jetzt vor uns ist, das ist einfach nur das zum Starten, dass wir überhaupt mal Grundmaterialien haben. Und der Eisspieler kümmert sich heute darum, einmal die Betonfabrik auf Vordermann zu bringen und hier, wo wir jetzt draufstehen, auf dieser Düne, einen Lagerhub errichten auf jeden Fall. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, schnacken wir nicht lange rum, legen los. So, ne? Legen wir los. Ja. Retten wir die Umwelt. Und ich werde mich jetzt mit der Eisenfabrik auseinandersetzen. Genau, ich fange mal mit dem hier an. Dazu werde ich mal das Raster richtig ausrichten. Damit wir die Fabrik nachher schön an dem gleichen Raster haben, ne? Ja. Sonst sieht das nachher auch aus wie Kraut und Rüben. Das wollen wir ja auch nicht. Bei Hempels unterm Keller. Genau. Leider ist es so hoch, da muss ich mal soll ich den Steg so lassen oder soll ich ihn wieder abreißen? Jetzt lassen erstmal. Gut. Ne? Ja, lassen erstmal, da kann man dann wenigstens hin und her laufen, das passt so. Gut. Ich weiß auch noch gar nicht, wie viel Platz ich überhaupt brauche, wie groß das sein muss dann hinterher. Ich fange einfach mal grob an. Okay. So. Ich mache schon mal einen kleinen Weg nach unten, damit man zur Not auch hier von der Fabrik, die wir hier haben, auch hochkommt. Ohne dass man dann... Ne? Ja. Also ich muss sagen, hast du aber gut ausgerichtet. Ja. Okay. Also. 10 habe ich schon. Nicht 100%, aber ist doch sehr passt, gerade. Ja. Ja, passt. Also so ganz grob, ne? Aber nicht. Also. Ja. Da gibt's Schlimmeres. Das so mal nur so. Oh, so ein bisschen mit dem. Schon. Wie gesagt, ich bin der Meinung, wenn du die Dinger drehst, das Raster ist im Endeffekt dasselbe. Also, nicht ganz, also du bist ein bisschen freier. Also du schaffst es nicht hundertprozentig, ja. Sieht man eben auch. Aber ja, du bist dann schon in so ein Raster drin, ne? Und da kann man schon ein bisschen was mitmachen. Wir müssen nur mal gucken mit dem Kupferfeld, das wollen wir hier nicht verkommen lassen. Nee. Weil die Miner sind immer sehr hoch. Ah, das ist ein unreines, das können wir eigentlich ignorieren. Du, da kriegen wir nichts raus. Ja, also Kupfer. Kupfer brauchst du nicht. So. Metall, Eisen ist das, okay. Aber unrein. Das ist, macht ja nur die Hälfte von dem, was ein normales macht, also. Ne? Ja.
gucke ich mir mal die Produktion an oder die Produktionen von dem. Aber die Kupfermine unrein würde ich vielleicht mit benutzen wegen Kabelmanagement. Also du brauchst da ja ganz doch recht gut Kupfer. Ja, klar, nimmst du mit. Warum nicht? Deswegen, also ich würde versuchen, die zu retten. Aber da muss man mal gucken, wie es dann läuft oder was wir da genau machen. Es kommt natürlich auch darauf an, welche Rezepte wir kriegen. Und wenn du ein gutes, tolles Rezept hast, ja, kann sich das auch immer wieder ändern. Also das, man muss es auch ein bisschen rezeptabhängig machen. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr schon Rezepte gefarmt habt. Nee. Genau, und da muss man einfach mal gucken. Manchmal gibt es echt schöne Rezepte, die sehr viel Spaß machen. Und da die immer wieder unterschiedlich sind, also es ist komplett random. So, mein Klotz steht. Komplett ausgefüllt. Meiner noch nicht ganz, aber ich bin ja auch erstmal dabei, mich anzugleichen. Eisenerzader rein habe ich hier sogar gefunden gerade. Das ist schön, weil die richtig viel produziert. Die macht ja wirklich doppelt so viel. Also unrein macht. Es kommt immer aufs Material natürlich drauf an. Es ist eben unrein ist vom Normal die Hälfte und rein ist dann das Doppelte vom Normal und deswegen ist echt schon ganz gut. Naja, da baue ich schon mal drauf auf. Ja, kann ich dann einfach hier anfangen. Dann muss ich mir die anderen nicht krallen, die schon am Laufen sind. Dann fange ich, mit der als Ausgangspunkt einfach hin. So, ich bin jetzt endlich an der am Betongranne und werde mich da so gut wie möglich ran nähren und dann gleich mal sehen. Ich will natürlich so wenig wie möglich die Fabriken stilllegen. Aber mal zählen, ich glaube, ich habe mich da vertan. Ich will länger machen. 1, 2, 3. Oh Gott, ich muss die noch wesentlich länger machen. Du musst die richtig großzügig bauen. Also. 11. Wir wollen sie ja sehr offen bauen und da ist das großzügige Bauen sehr, sehr wichtig. Erstmal reichen. Wie viel Fabrikatoren kann ich dann bauen? Wenig. Mal gucken, ob ich mich an deine Energie ranflanschen kann. Ja, kannst du locker. Da ist noch mega viel Platz und da oben können auch noch neue Biome-Generatoren. 100% passt aber leider auch nicht. Ist schade. Was meinst du? Was passt nicht 100%? Nee, es ist eben diese kleine, das kleine Stück, was nicht passt. Das ist es eben. Ach so. Ne? Du meinst es von dem Raster? Vom Raster, ja. So. Meinst du? Ich dachte, Energie. Nein, Energie passt. Das. Gut. Wie passt? Wie gesagt, ich werde das ja so gleich umbauen, dass die Produktion
die wir ja einmal haben, dann komplett auf die andere Seite gelegt wird, ne? Mhm. Und dann gut läuft. So. Auch jetzt nur ein paar verstärkte Platten. Damit wir da auch gut erstmal fahren. Und dann müssen wir sehen, dass wir auch ein paar verstärkte Platten herstellen. Mhm. Ja. Das ist ja das, was noch gefehlt hat, auf jeden Fall. Ich werde mal. Kein Beton mehr. So, ich werde mal einfach eine Fabrik für verstärkte Platten hinstellen, dass wir uns ein paar machen. Das war nicht die eine Fabrik ist ja nicht so wild. Ja, ja. Ne? Klar, mach ich. So, momentan haben wir gar keine Forschung am Laufen. Ach nee, wir haben noch gar keine Forschung mehr. Frei. Ist alles schon erforscht. Jetzt bräuchte man den Weltraumlift, ja. Okay. Dann stockt es jetzt erstmal. Aber das sollte nicht so schlimm sein. Wir haben erstmal noch genug zu tun. Thank you.
Beton, ich hab keinen Beton mehr. Du musst mal eben dein Mikro entmuten. Das? Jetzt aber. Alles Spiel? Immer noch nicht. Moment. Hallo? Doch, jetzt richtig, ganz normal, ja. Ja, ist Push to Talk. So, warte, ja, warte, das ändern wir. Berechtigung. Jetzt. Jetzt, ja, gut. Sorry. Kein Problem, ich kann das verstehen. ja. Ich habe mal gerade geguckt, die Betonherstellung. Die ersten zwei Miner haben nur 30. Das ist schlecht. Ne? Kriegen wir ja nur 30 raus. Da muss ich dann anders rechnen. Ich hoffe, das ist jetzt hier mal. Das ist ein reiner, das ist gut. Ja, das heißt, wir haben 60, 120, sind wir bei 180. Also, ne, wir haben drei Fabriken. Ja. Eine rein, die hat 120 und die anderen beiden sind unrein, die haben nur insgesamt, also beide jeweils 30. Ja. Können aber dann wie mit drei normalen auch auf 180. Also das war jetzt das Problem dabei ist eben nur, dass wir eben diese 180 auch transportieren müssen. Mhm. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir MK2, das machen. Ne? MK2 ist 120. Genau, du musst dann halt splitten. Du musst es halt unter zwei Förderbänder, ein MK2 und ein MK1. Genau, und ich werde die beiden, ne? 30er zusammenlegen. Genau. Erstmal. Und dann werde ich die das Dreier im Bildschirm. Und dann die Reine muss ich, da muss ich ein komplettes Zweier Band bauen. Das wird, da brauche ich ganz viele Platten für, weil das ein sehr weiter Weg ist. Mhm. Und dann werde ich erstmals nur zwei Wege setzen. Ja. Deswegen muss ich da auch ein bisschen anders bauen, wie ich mir gedacht habe. Ne. Aber kein Problem. Aber ich baue so, dass man das, wenn wir die nächsthöheren Bänder kriegen, wieder zusammenbauen können. Also da ja. Werde ich das dann entsprechend machen. Ja, dann. Muss ich das so ein bisschen abreißen und nochmal neu bauen. Muss genau andersrum bauen. So, ich hab meinen Kasten jetzt endlich. Das ist gut. Ja, schon mal etwas. Jetzt muss. Ja, was heißt der Kasten? Also der Kasten steht, aber jetzt kommen die Wände. Jetzt kommt er. Ja.
Du müsstest vielleicht mal überlegen, die Energie einmal abzureißen und dann neu zu. Wieso? Weil die im Weg steht. Ja, das Gebäude steht ja schon, also. Du musst da halt Platte machen. Guck's dir an. Du kannst es ja immer noch entscheiden. Oh Mann, ey, das hab ich so. Ja, es geht. Wenn wir das zu zweit machen, geht's relativ flott. Ja. Im Moment, wenn man steht, ich würde es dann einfach versetzen. Aber. Du willst es versetzen, dann versetzt es. Ja, also wir müssten es dann. Also, wir können ja mal gucken. Also es geht relativ flott. Kann ich ja machen. Das Problem ist, ich komme mit deiner Stromversorgung noch nicht so ganz klar. Ich verstehe sie nicht, aber das ist. Wieso? Ich würde sie anders bauen, aber das ist okay. Also, ich bin jemand, also solange ich die kleinen Strommasten habe, baue ich für jedes Gerät einen Strommast. Nee, das mache ich nicht. Ich baue immer so einen Hub. Ja, ja, deswegen. Aber das, wie gesagt, das ist ja gut. Was auch ganz gut ist, wenn du dir, also wenn wir jetzt schon über den Strom reden, wenn du eine separate Fabrik baust, dann bau das bitte so, dass nur ein einziger Weg in diese Fabrik reingeht, so dass man sie rein theoretisch kappen kann. Okay? Mhm. Also, ne, wenn wir feststellen, hey, irgendwo hapert es jetzt gerade mit dem Strom, dass man dann hingehen kann und kappt dann einfach die Verbindung zu diesem Gebäude, die halt sehr offensichtlich gebaut ist, und dann hat man dann halt in dem Moment dann wieder, ne? Mhm. Genau. Also wir werden nachher keine Stromprobleme kriegen. Nee, also ich meine, allein die Fabrik, die da schon steht, die hat genug. Ja. So. Deswegen, also du willst immer ein bisschen Platz zwischen den Produktionsdingern haben, dann mache ich das mal. Dass man dazwischen durchlaufen kann. Genau. Ja. Also du wirst es gleich sehen, sobald ich drüben die Schmelze anfange zu basteln, da ist zwischendrin halt sehr viel Platz dann immer. Ja, ich bin ein sehr enger Bauer eigentlich. Aber das, wie gesagt, das ist ja dann immer. Ich habe sie wieder falsch rum hingestellt. Perfekt. So, jetzt hier nochmal ein bisschen Kram geklaut. Schau, Beton klauen. Ja, ich bin ja noch nicht ganz fertig. Also, ich stelle erstmal alles hin, so was ich brauche. Ne? Und ja. Dann werde ich die Wege umleiten. Also so, dass die Produktion werde ich erst am Ende abbauen. Das ist dann das Ziel, ne? Mhm. Genau. So sieht das dann. Ne? Dass dann das eine Lager, was ihr gebaut hattet, leer läuft irgendwann. Und dann werde ich das. Wow. Das?
Ich meine, wir können auch erstmal. Was brauchen wir denn für den Weltraum-Dings? Habe ich nicht sogar die Sachen schon? Weltraum? Kann sein, ne? Kannst du ja erstmal irgendwo hinstellen, ne? Ja, ich kann den bauen, ja. Wo sollen wir denn hinstellen? Ich würde ihn theoretisch Richtung Südwest, Südost bauen. So ein bisschen. Südost. Genau, zwischen die beiden Canyons da, ne? Am See, ja. So, da haben wir bis jetzt am wenigsten gebaut. Siehst du das nicht, wo ich den gerade habe hier? In der Hand habe? Nee, ich sehe ihn nicht. Ah, doch, da hinten. Da, ja, oder da so. Achso, du willst den also am See? Ich würde ihn ja so hier, so in der, wo du gerade bist, da würde ich ihn hinbauen, einfach erstmal, wenn es klappt. Irgendwo. Ich hatte gerade einen Punkt, ja. Ja, da war der Punkt gerade, ne? Ja. Oh, Millimeterarbeit, ey. Die Steine sind im Weg. Was du auch machen kannst, eine Grundplatte, die ist 8x8. Ich wollte. Ja, warte mal. Geh ich denn nicht sogar auch hier dazwischen? Du kannst das Fließband da wegnehmen. Das kann man umbauen. Warte mal, ich nehme das Fließband. Ja. Da. Ja, auch wieder Millimeterarbeit, ne? Ja. Gut. Steht da zwar falsch rum, aber ist ja egal. Das ist ja egal. Das ist ja. Der steht da erstmal nur provisorisch. Das ist ja. Ne? Genau. Das sieht immer so geil aus. Ja. Ich finde das Geräusch auch gut. So, was er da macht, ne? So. 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 Er steht sogar gar nicht falsch rum, er steht sogar richtig rum. Genau. Ja, gebaut, ne? Intelligente Beschichtungen, 50 Stück waren es, ja. Kann ich eigentlich mal gucken, ob ich das machen kann. Weil Rotoren können wir auch so craften. Schon. Aber du brauchst ja 150 oder so, ne? Nee, 50 von denen. Achso, okay.